Hey ho und willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin immer noch in der Vorproduktion bei Weihnachten und Silvester und muss ganz allein damit klarkommen, wie ich diesen Charakter hier, Dietmar von Hohenzollern, einschätzen soll. Nun verzeiht mir, wenn es vielleicht nicht ganz jeden Geschmack treffen mag. Ihr dürft es gerne aber in die Kommentare schreiben. Wie seht ihr ihn, den Dietmar? Wie würdet ihr vielleicht anders handeln in gewissen Situationen? Nun, wir schauen einmal darauf, was nun Sache ist. Dietmar ist sehr gesichert in seinem Sattel, was das Herzogtum Niederlothringen und das Herzogtum von Schwaben betrifft. Und er hat sogar noch weitere Ansprüche gestellt, einmal auf eine Grafschaft weiter im Südosten von Niederlothringen, um nun diese ganzen Gebiete ein bisschen mehr vereinen zu können, wie eine Handelsstraße miteinander zu verbinden. Dort hat er einen Anspruch fingiert. Außerdem hat er einen Anspruch bekommen auf die Königspfalz von Aachen, wo er sich vielleicht nun noch durchaus sieht. Er ist nicht ehrgeizig, ne? Das muss ich immer noch ein bisschen gucken, dass ich nicht zu sehr in ein Spiel gerate. Hauptsache groß denken und es muss hier ganz, ganz viel passieren. Das ist gar nicht so das Spiel, was ich spielen möchte. Ich möchte vor allem Roleplay betreiben und nun, er hat den König von Lothringen irgendwie gegen sich. Er misstraut jeden, er ist feige und möchte auch nicht herausgefordert werden aufgrund dessen und nun versucht dann auch andere Wege zu gehen, als paranoider Mensch sich nun abzuheben von der grauen Masse. Wir schauen uns die allgegenwärtige Situation noch einmal genauer an. Also um die Grafschaft, die ich eben meinte, Saarbrücken heißt, ich war mir gerade nicht genau sicher, deswegen ich habe erst Saarland, aber Saarland ist Quatsch. Naja, Saarbrücken und da hatte man einen Anspruch drauf und eben auf Aachen. Wir könnten aber nicht mal Krieg um Aachen führen. Ja, es ist zwar innerhalb der Domäne des Königreichs Lothringen, aber aufgrund des Rechtes ist uns das nicht erlaubt. Aufgrund der Gesetze des Reichs kann ich diesen Krieg nicht ohne ein Druckmittel gegen meinen Lehnsherrn erklären. Nun, wir sitzen auch nicht im Rat von König Konrad. Er hatte nun über 4 Jahre Zeit, uns dort irgendwo einzusetzen, als mächtigster Vasall unter ihm. Das halbe Reich gehört quasi mir von Lothringen oder dem Dietmar eben. Und er wird hier nicht so beachtet, wie er es vielleicht gerne hätte. Ja. Er ist außerdem Trunkenbold geworden, aber auch eine eifrige Frohnatur. Also er lebt das durchaus, aber ja, es ist hier diese Geste halt voreingestellt. Aber ich finde, die passt auch ganz gut. Er ist unzufrieden damit, was hier gerade Sache ist. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er jemanden ermorden würde, um an sein Ziel zu kommen. Nach aktuellem Stand wäre Haupterbe von König Konrad ein Höfling, Herzog Robert, der in Lyon sitzt, weit, weit weg, der hier vermählt ist, den wir auch nicht an unseren Hof holen können, der hier landlos lebt in Lyon. Den könnte man unserer Seite holen. Er ist übrigens verbündet mit dem König von Schottland. Ja, das wäre vielleicht so eine Sache, aber können nicht so viel dran ändern. Ich hatte auch überlegt, ob man hier mal umschwenkt auf Ränkespiel und vielleicht Anstifter wird, wie und hier den Weg entlang geht und ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Vielleicht auf Einschüchterung oder Hinterhältigkeit. Eingeschüchtert hat er jetzt schon alle. Komplotte, Unterwanderung und Geheimnisse oder Drohungen, offene wie verdeckte, bereiten den Weg zur wahren Macht. Komm, wir nehmen den Schwerpunkt auf Hinterhältigkeit. Er ist ein feiger Mensch, er ist paranoid. Er möchte seine Feinde ausmerzen, bevor die irgendetwas nochmal gegen ihn planen können. Es soll auch nicht nochmal zu einem solchen Komplott kommen, dass man ihm den Thron streitig machen möchte. Wir gehen hier auf diese Sache, auf den Schwerpunkt der Hinterhältigkeit. Gut, wir schauen mal weiter aus dem bisschen großen Krieg zwischen dem Heiligen Römischen Reich und Frankreich, könnte man fast sagen. Ne? Franzien wird es hier genannt, das Kaiserreich. Und das müssen wir beobachten. Unsere Grafschaften sind auf jeden Fall direkt in einer Domäne, die hier angegriffen werden könnte. Und sollte unser Konrad nicht in allzu weiter Zukunft, oh, er fühlt sich nicht gut, okay, ihr bereit erklären, uns einen wichtigen Platz in seinem Rat zu geben, dann werden wir uns halt diesen holen. Geschweige denn, wenn er uns nicht das Recht gibt, unsere Nachbarn hier anzugreifen und uns die wohlverdiente Königspfalz auch den Hohenzollern zu unterwerfen, dann gnade ihm Gott. Dann werden wir natürlich da intervenieren als sehr mächtiger Herzog.
Liebesdinge, wenig nette Nettigkeiten geht in eine weitere Runde. Ich folge der Einladung zu einem Ball in Köln, um ein wenig Zeit mit Richara zu verbringen. Allein der Gedanke daran, ihre Hand zu halten, lässt mein Herz schneller schlagen. Doch als ich ankomme, sehe ich, wie ich gerade Herzog Dedo von Lausitz mit ihr unterhält. Genau das hatten wir doch schon mal. Diese widerwärtige Person. War doch genau das gleiche Ergebnis, oder nicht? Bin verwirrt. Na gut, dann machen wir das nochmal. Eine Ablenkung. Wie kann er es nur wagen, sich da an unsere Richara ranzumachen? Währenddessen wird eine Inspiration verwirklicht. Er hat Helene den Auftrag gegeben, nach einem Meisterschmied zu suchen, der ihm eine Rüstung, die ihm angemessen ist, ja, fertigt. Mit der Inschrift in den Gravuren seines Hauses, dem Hause Hohenzollern, Hingabe über Pracht. Was steht nun da drin? Mein Fürst, ruft meine begünstigte Helene, winkt mich mit einem breiten Grinsen zu sich herüber und gestikuliert in Richtung eines überdachten Rüstungsständers. Ich habe viele Tage und Nächte in der Schmiede geschuftet, doch endlich ist meine Arbeit vollbracht. Okay, sie hat tatsächlich das selber geschmiedet. Mit einem Schwung reißt sie den Stoffabdeckung weg und ich traue meinen Augen, und meine Augen werden groß, so rum. Obwohl die Kettenglieder keinen Platz für Schmuck bieten, unterscheidet sich dieses Stück doch durch die gute Arbeit bei der Vernietung von gewöhnlichen Vertretern seiner Art. Zu diesem Satz gehören ein Nasalhelm samt Kettenhaube, der mit Leinen gefüttert wurde, und die ganze Rüstung wurde mit einer dicken Schicht Gold überzogen. Oh, mit Gold überzogen. Nun, die Ketten von gekletterter Macherart der fränkischen Kultur. Hey. Das Motto der Familie von Hohenzollern, Hingabe über Pracht, wurde elegant in die Seite graviert. Das werden wir nun tragen. Das ist nun unsere Rüstung. Eine Rüstung, die einen mächtigen Herzog uns gebührt. Ja, bringt uns Kampfgeschick, Prestige und Rittereffektivität auf jeden Fall nicht schlecht. Damit haben wir 16 Kampffähigkeit, was für so jemanden sehr, sehr gut ist, der auch seitdem eigentlich feige ist, ne? Nun gut. Denn hier werden Grafschaften belagert, unter anderem auch Namur, die Baronin von Namur, und ein Verwandter ist gestorben. Niemand geringes als der König von Jerusalem ist tot. Naja, zumindest was davon noch übrig ist. Er ist der König von einem kleinen Stückchen Land und der Baronie Akon, die natürlich auch eine gewisse heilige Stätte ist. In Messina sind vor allem die Kreuzritter immer gelandet, aber nun gut. Das müssen wir beobachten. Neuer König, oder genau genommen neue Königin, ist Sophie von Jerusalem, die ein Bündnis hat mit einem mächtigen, mächtigen König von Hayastan, der auch sogar einigermaßen in der Nähe ist, der hier helfen kann, sollte es zu Kriegen kommen. Also sie hat sich hier gefestigt und ist auch direkt vermählt mit diesem König, aber dieser ist schon 72 Jahre alt und nun, da wird sich nicht mehr viel ändern. Außerdem sehen wir, hat dieser König einen gewissen Einfluss auf die neue Königin von Jerusalem. Sie ist apostolisch geworden. Das ist ein fehlgeleiteter christlicher Glaube. Hey. Nach ihrer Gründung durch die Apostel Bartholomäus und Thaddäus erlebte die armenische apostolische Kirche einen regen Zulauf in der Region, geleitete Armenien an jenen Punkt, an dem es zum ersten Staat überhaupt wurde, der das Christentum als seine offizielle Religion annahm. Okay, aber interessant. Also, ne, diese Linie bleibt ziemlich treu. Das ist ein heiliges Königreich sein soll. Nun ist man hier apostolisch geworden und unterstützt die Ambitionen von Armenien. Also das ist Armenien, würde hier in etwa liegen. Und man hat sich hier auf diesen älteren Herren eingelassen. Er ist 72 Jahre alt. Seine Gesundheit ist für 72 Jahre sogar noch in Ordnung. Er ist zum Beispiel stark und athletisch. Ne? Nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht schlecht. Versuchter Mord. Wer ist das denn? Graf Grundrand von Metz ist ein Riese und ein aufstrebender Schwertmeister, außerdem intelligent. In Ordnung, sehr markantes Kinn, muss ich mal sagen. Ja? Bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratsspitzel ist Graf Pepe auf ein Geheimnis gestoßen, das Graf Guntram von Metz hat. Er steckte hinter dem gescheiterten Anschlag auf das Leben von Louis. Wer ist Louis? Louis de Macon. Ein Mensch, eine wunderschöne Gestalt, offenbar. War ein Wanderer. Nun, allein der Gedanke, dass Guntram so tief sinken konnte, wir werden ihm gegenüber natürlich noch skeptischer werden. Ich würde noch überlegen, ob man präventiv einfach nicht so einen Menschen los wird. Wir decken sein Geheimnis erst einmal auf. Es ist offenbart. Oh, hier die Provinzen unserer Nachbarregion
werden überrannt von französischen Truppen, währenddessen sich die Truppen des Kaisers wo befinden? Ich sehe sie gar nicht. Ich sehe keine deutschen Truppen. Ja, aber wo sind die denn? Ist doch irgendwo ausgehoben werden. Nee, auch nicht. Tja. Währenddessen hat ein benachbarter Herrscher einen Krieg gewonnen. Herzogin Agnes von Westfranken. Es ging um den Krieg gegen die Tyrannei vom Herzog. Aber sie hat hier jemand was abverlangt und dieser hat rebelliert und wurde nun gefangen genommen. Nun gut. Aber es gibt gar keine Gegenwehr vom Kaiser, obwohl er der Angreifer ist. Nun gut. Es geht weiter um Mord. Bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratsspitze ist Graf Pepe, der einen guten Job macht hier übrigens, auf ein weiteres Geheimnis gestoßen, das Herzog Gerhard von Jülich hat. Unser Nachbar, dem wir Aachen abnehmen wollen. Nun, er hat das Komplott zur Ermordung von Bürgermeisterin Agathe geschmiedet. In dieser Welt ist kein Platz für feige Schwächlinge wie ihn. Ja, wir nennen ihn feige, obwohl wahrscheinlich noch viel, viel feiger sind. Wir könnten auch ihn einfach ermorden und loswerden. Aber da passiert einiges in unserer Umgebung, ne? Dann auch werden wir dieses doch einfach auch aufdecken und aller Welt zeigen, was er für ein Mensch ist. Wir haben jetzt ein bisschen Anspannung bekommen, weil das nicht ganz uns im Gespräche nach Definition des Spiels, aber ich finde das gut passend. Wir wollen jetzt hier unsere reichsinternen oder ne, landesinternen Lothringer, Vasallen hier ruhig in den Pranger stellen. Kuriositäten aus fernen Landen. Als ich den örtlichen Markt besuche, fällt mir ein Händler aus einem fernen Land ins Auge. Kommt näher, kommt doch näher. Bewundert Schätze, die noch nie zuvor jemand in diesen Landen erblickt hat. Ich musste mich unter die einfache Bevölkerung mischen, um diese Schönheiten herauszuschmuggeln. Ein wahrlich schauriges Erlebnis. Dieser Händler könnte mir mehr zu bieten haben als nur Wunder aus der Ferne. Es ist sicher spannend, wenn man so viel reist, wie ihr das tut. Okay. Ich könnte aber sagen, er wird mir erzählen, was er weiß. Oder das sollte sowohl für die Ware als auch für das Wissen reichen. Wir geben ihm Geld und wir bekommen einen Trade, der versteten Menschen erstmal bedeutet. Er wird mir erzählen, was er weiß. Könnte einen Händler bedroht bekommen. Gut. Aber wir sind gerade auf so einer Tour, dass wir doch sehr uns durchsetzen möchten, ne? Und sehr durchgreifend bei gewissen Dingen. Ich würde sagen, er wird mir erzählen, was er weiß. Wir haben in der Grafschaft in Köln haben wir Händler bedroht. Natürlich nicht gut. Ein bisschen das Einkommen ein wenig weg. Durch die Volksmeinung ist eher negativ, ja? Perversion. Bei der Erfüllung seiner Pflichten mal wieder hat Graf Pepe etwas herausgefunden, dass Bürgermeister Simon von Schinny hat. Wo ist denn das ist dort in einer belagerten Region, okay. Allein der Gedanke daran, wie er sich Vergnügen verschafft, ist jedem anständigen Menschen ein Graus. Und doch ist er nicht nur bereit dazu, sondern sogar begierig darauf. Es fühlt sich so unnatürlich und ekelerregend an. Nein, es ist unnatürlich und ekelerregend und Gott, wahrlich ein Gräuel. Dienstbote, schafft mir einen Eimer herbei, bevor ich... ein weiteres Geheimnis. Nun... Könnten wir auch den vielleicht irgendwie betrügen. Eine Verlobung wurde erfüllt. Herzog Laurenz und Hildeburg. Ja, die haben ja das Geld schon gezahlt, meine ich. Bin mir ziemlich sicher, das habe ich. Ich meine, das ist so. Jemand wird exkommuniziert und zwar auch wieder in unserer Umgebung. Leodolf II. Von Marburg, der die Grafschaft Marburg auch besitzt, auch sehr nah an uns dran, über einen Gefangenschaft bereits gewandert ist. Okay, Graf Hebel findet erstmal keine weiteren Geheimnisse raus und Zollern bekommt Mangel an Schuldeisen. In dieser Grafschaft gibt es nicht genug Schuldeisen für das gesamte Gebiet. Natürlich schlecht. Auf Stefan, da hast du keinen guten Job gemacht und unsere Heimatsprovinz ist natürlich ein Dorn im Auge. Hier werden weiterhin Grafschaften belagert ohne Ende. Und wo verdammt bleibt der Kaiser? Was tut er? Ihr gläubiger Diener der höchsten Macht.
Je mehr unser Orden mit dem Namen Johanniterorden wächst, desto mehr Land brauchen wir, von dem aus wir unsere Verteidigung des katholischen Glaubens in Angriff nehmen können. Stadt von Reutlingen ist für unsere Zwecke bestens geeignet und wir würden es gern pachten. Um es in den Dienst unserer Sache zu stellen. Großmeister Dark vom Johanniterorden. Okay, wir würden sehr viel Gold bekommen, wenn wir ihn zum Statthalter von Reutlingen machen. Ja, da hatten wir ja so Geschichten. Ich erinnere mich zurück an Philibert, der uns da dauernd in die Suppe gespuckt hat. Aktuell wäre es Bürgermeister Godzedo von Reutlingen. Recklinghausen könnte man auch noch anbieten. Das müsste, wo ist denn Recklinghausen? Warte mal, Dortmund. Essen. Recklinghausen befindet sich hier in unserer Nähe. Eine andere Stadt anbieten, die vielleicht nicht ganz gut ausgebaut ist. Oder nein, wir werden ihm kein Land geben. Ja, wir sind paranoid. Aber gegenüber einem Ritterorden, vielleicht finden wir es sogar ziemlich gut, wenn sich ein Ritterorden unserer Nähe befindet, der nur zum Einsatz kommt, wenn Ungläubige in der Nähe sind. Es dort irgendwie zu irgendwelchen Anlässen kommen sollte. Und aktuell ist hier eigentlich gar kein Grund für. Ich würde ihnen durchaus was geben, warum nicht? Auch wenn wir, er geht auch als unfassbar gebildet. Wahnsinn, 71 Jahren, ist ein Kreuzritter, schon viel miterlebt. Nur ein Mensch bei uns kommt, wenn wir den einfach wegschicken würden, dann wäre das ein Affront gegen die gesamte Welt. Wir sind keine religiöse Eiferer, sonst hätten wir sofort auch zugestimmt, ohne groß nachzudenken. Ich werde hier auswürfeln zwischen Entscheidung 1 und 2, ob wir das in der Hauptgrafschaft machen. Also in Zollern, also des Dynastiegrundes. Warte, können wir nochmal gucken. Da ist nämlich Reutlingen. Oder ob wir das hier oben bei uns in der Nähe machen. In Recklinghausen. Reutlingen ist auch sehr gut ausgebaut, sehe ich. Ja, Wahnsinn. Wäre ja schon irgendwie fast cool, wenn es Zollern wäre, ne? Muss ich mal dazu sagen. Ich werde es auswürfeln. Ich nehme ein W6, 1 bis 3 ist die obere, 4 bis 6 die untere und ich würfle eine 3. Das heißt die obere. Eure Bitte wird stattgegeben für Gott. Es sieht so aus, als wäre es unser Besitz, aber es deutet nur darauf hin, dass hier nun ein Kriegerorden sitzt. Und wir haben sehr viel Gold bekommen. Und hier die Burg in Köln damit ausbauen. Ein Donjon erbauen wir. Ein Keep. Eine weitere Aufgabe wird beendet. Graf Pepe mal wieder etwas gefunden. Anne Fitzpeter. Fitzpeter ist ein Nachname, okay. Ah, ein Haus, Dann Normandie, Dynastie der Normandie, ein namhaftes Haus, okay. Interessant, kenne ich nicht. Sie ist unglaublich, Liebesdinge. Wenig nette Nettigkeiten, die nächste. Ich folge der Einladung zu einem Ball in Köln. Und mal wieder ist Herzog Dedo von der Lausitz. Und die unterhalten sich mal wieder. Tja. Ich löse sie ab. Lieber leide ich als sie. Okay. Genug. Ihr langweilt die Fürstin noch zu Tode. Das werden wir nehmen. Und wir werden ihn jetzt loswerden wollen. Er sitzt uns wie ein Keil in den Nacken und nervt uns. Wir werden ihn jetzt hier beauftragen, ihn einfach auszulöschen. Den Herzog von Lausitz und bekommen dadurch auch Anspannung. Gut, was könnte unser Rate noch machen? Er spürt weiterhin Geheimnisse auf. Mal gucken, ob er irgendwas findet. Und mittlerweile ist es hier auch soweit, dass Truppen sich hier vortasten, auch nach Niederlothringen. Und dort wird es wahrscheinlich auch zu Belagerungen kommen, die unschön sein könnten. Liederliches Verlangen. In letzter Zeit werde ich immer wieder von lasziven Gedanken und erotischen Fantasien abgelenkt. Bei all den Beschwernissen des täglichen Lebens ist es allzu leicht, sich in Tagträumereien zu verlieren und die Wirklichkeit zu vergessen. Dieses Verlangen stört eindeutig mein Leben, doch was soll ich nur dagegen unternehmen? Wir haben eine Frau, mit der wir auch schon 3 Kinder haben, aber er begehrt eine andere und er bekommt sie aktuell nicht. Vielleicht wäre das wirklich eine Maßnahme hier. Eine Maßnahme, ja, ins Freundehaus zu gehen. Darum geht es ja aber gar nicht. Es geht darum, dass wir einsiedlerisch werden könnten und wir würden uns zurückziehen. Wir könnten aber auch konvertieren zu einem anderen Glauben, zum Nestorianismus. Okay. Oder wir beißen uns durch. Ich werde das auswürfeln.
Es kann sein, dass wir jetzt hier unseren Glauben verlieren. Und das tun wir auch noch. Eine 3. Das habe ich nicht forciert, möchte ich nur erwähnen. Nun, wir haben gerade einen Ritterorden, einen katholischen Ritterorden angeworben und kurz danach werden wir einfach konvertieren, weil wir dieser ganzen Mist hier nicht aushalten. Nun, das ist doch mal eine Sache. Der Nestorianismus ist ein organisierter christlicher Glaube, der sogar als feindselig von allen Katholiken angesehen wird, da er lehrt, dass Jesus Christus über zwei Naturen verfügt, eine göttliche und eine menschliche, wurde der Nestorianismus von den meisten christlichen Glaubensrichtungen als ketzerisch aufgefasst. Ungeachtet dessen hat ihm seine einzigartige Weltsicht Anhänger an Orten eingebracht, die so weit im Osten liegen wie China, Indien und sogar die Mongolei. Okay, also wir haben eine neue Idee davon, wie wir Gott sehen sollten, wie wir unseren wie wir mit unserer Religion umgehen wollen. Und bisher waren wir gar nicht viel mit Religion, uns nicht viel damit auseinandergesetzt, haben uns ja nicht davon groß beeindrucken lassen. Und nun vertieren wir hier zu einem ganz anderen Glauben. Und unser Bischof, ja, er mag uns nicht. Wir haben nämlich einen ganz neuen Bischof Adam von Niederlothringen. Er ist zornig, gefühllos und gerecht. Und wir haben ein neues Glaubensoberhaupt, Patriarch Gur vom Großemirat aus Persien. Oha, wird irgendwo ganz da drüben sitzen, denke ich. Aschad, ist das nicht sogar? Oh, okay. Alles klar, das sind ganz neue Ziele hier. Ha, interessant. Da ist auch was. Oha. Gut. So viel dazu. Dann gucken wir nochmal kurz rein. Männlich dominiert. Pluralistisch. Okay. Theokratisch. Okay. Dann, was gibt es noch so? Um eine Ehescheidung durchführen zu können, bedarf es einer Zustimmung. Wir leben monogam. Bastarde müssen legitimiert werden, natürlich. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind nicht verboten, aber verpönt, genau wie männlicher Ehebruch. Nur Männer. Und es gibt klerikale Ernennungen auf Lebenszeit. Alles klar. Die Säulen, die Grundsätze dieser Religion sind der Wanderprediger. Unsere Missionare reisen nach nah und fern mit nichts als den Kleidern, die sie am Leib tragen. Sie verlassen sich ganz auf die Großzügigkeit jener, die sie besuchen und teilen im Gegenzug das Wissen um den wahren Glauben. Okay, Mönchtum, die Freuden von Speis und Trank lenken uns nur vom Dienst am Göttlichen ab. In abgelegenen Klöstern fernab der Welt zu leben, ist der beste Weg, um solchen Verlockungen zu entgehen. Und östlicher Synkretismus, der tolerante Umgang, den die unterschiedlichen östlichen Religionen miteinander pflegen, kann uns durchaus als Vorbild dienen. Sie mögen nicht dem wahren Glauben folgen, doch das macht sie nicht zwangsläufig böse. Wir erachten andere, also östliche Glauben eher weniger als fehlgeleitet. Mehr als fehlgeleitet und nicht als böse. Okay. Ja, dann muss ich mal sagen, aufgrund dessen gehen wir doch einfach mal auf eine Pilgerreise, auch wenn die unfassbar teuer ist. Aber das wird jetzt hier Zeit werden. Eine nestorianische Pilgerreise. Es ist an der Zeit, dass ich auf meine Reise zu einer der heiligen Stätten aufbreche, aber was ist mein Ziel? Oh, das ist eine gute Frage, ey. Puh, das habe ich mir jetzt auch noch nicht überlegt. Also das sind die heiligen Stätten. Bagdad, Fars, okay, Jerusalem, Antiochia und hier ganz weit weg Kerala. Und es wird Bagdad quasi vorgeschlagen. Jetzt kann ich mal kurz gucken, wenn ich hier drauf drücke, was noch vorgeschlagen wird. Nara, Antiochia. Hast du überlegt, nach Antiochia mal zu reisen, weil es nicht ganz so unfassbar weit weg ist? Tja. Gehen wir doch mal nach Antiochia. Welche Wendung? Die Abreise. Als ich mich auf meine Reise vorbereite, weiß ich, dass mich die himmlische Hand vor allem Unheil beschützen wird. Mein Ziel ist weit weg von daheim, doch wenn höhere Mächte rufen, muss selbst mein Reich warten. Zeit für die Abreise. Währenddessen hier der Krieg tobt und es passieren könnte, dass seine eigenen Ländereien angegriffen werden, haut er einfach ab. Wir werden krank. Diese Reise bekommt mir offenbar nicht sonderlich. Vielleicht liegt es an der seltsamen Landen mit ihrer ungewohnten Luft oder meiner
Fälle sind nicht warm genug? Wie dem auch sei, mein Husten plagt mich seit Wochen und diesen Morgen hatte ich kaum noch die Kraft, aus dem Bett zu steigen. Bin ich überhaupt noch stark genug, diese Reise fortzusetzen? Wir sind feige, ne? Paranoid. Feige. Er möchte nicht herausgefordert oder eingeschüchtert werden. Das hat eher was Zwischenmenschliches, ne? Gefühllos, herzlos und kaltblütig. Den meisten Dingen kalt, gleichgültig gegenüber. Ich werde es auswürfeln. 1, 2 oder 3. Ich würfel eine 1. Also er sagt, er hat ganz klar, er darf nicht aufgeben. Wir werden krank und reisen weiter nach Antiochia. So, Pepe wird jetzt hier mal abziehen. Moment, das werden wir gleich einmal machen. Und wir werden komplette Stören ihm geben. Schachender Husten. Die Reise tut mir nicht gut. Meine Gesundheit hat sich nicht verbessert während meiner Reise zu Ehren der himmlischen Mächte. Im Gegenteil, sie hat sich deutlich verschlechtert. Ich weiß gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, frei atmen zu können. Wer diese Sache zu Ende bringt. Der Herr, hab Gnade mit mir. Mit deiner Lungenentzündung bekommen. Oder nein, wir haben schon eine Lungenentzündung. Da möchte jemand eindeutig, dass ich umkehre. Gott. Gott, okay, sie hat mir hier doch zum religiösen Eiferer. Sehe ich ihn gar nicht, muss ich sagen. Und wir haben auch aufgrund dieser Beeinträchtigungen hier, dürfen wir jetzt auch nur noch 4 Domänen halten. Was uns natürlich auch noch einige Mali geben wird. Alleine beim Geld sieht man das deutlich. Da können wir mal kurz drüber hovern, das auch mal angucken. Lohnsteuer kriegst du. Was ist ein Domäne? Okay, also der Abzug wird hier noch gar nicht gezeigt. Ja, wie geht er damit um? Eben hat er, ich habe mich eine 1 gewürfelt, wo er ganz deutlich gesagt hat, er geht weiter. Ich werde, glaube ich, hier noch einmal würfeln. Ich würfel eine 4. Da möchte jemand eindeutig, dass ich umkehre. Ja, kehrt nach Hause zurück. Liebesdinge, Eindringling. Jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich das Gesicht von Richara. Ich finde einfach keinen Schlaf. Ich kann nicht länger warten. Gehüllt in den Schatten der Nacht begebe ich mich zur Residenz von Graf Bertram. Da, wo sie untergekommen ist, ne? Naja, weil sich da jetzt so hingibt, er ist gerade auf Pilgerreise weit weg, aber naja, das Spiel manchmal. Beim Anblick des Fensters der Gemächer von Richara schlägt mein Herz wild in meiner Brust. So nah und doch so fern. Aber Moment, wer klettert denn da den Turm hinauf? Die schattenhafte Gestalt macht beim Fenster von Richara halt und öffnet die Läden. Mein Zuckerstück ist in Gefahr, ich muss sie retten. Wachen, wachen, das ist ein Eindringling im Turm, oder? Ich bin nicht hier, um mit den Einbrecher zu ringen. Mit einem Einbrecher zu ringen, ja. Ja, wir sind feige und paranoid, ne? Boah, schwierig. Naja, also jetzt hier weitermachen, erst feige und sieht, dass da jemand einbricht, aber er ist auch verliebt in sie. Tja. Ich finde das schwierig, wirklich, wirklich schwierig, irgendwie einzuschätzen. Ich würde sagen, jeder triggert einfach mal seine Feigheit und er haut einfach ab. Ja? Also er will da gar nicht mehr gesehen werden. Er ist krank. Tja, Richara ist nichts passiert, auf jeden Fall. Nun gut, währenddessen hier Lothringen nach und nach überrannt wird, übrigens auch die Hauptgrafschaft vom Königreich Lothringen gerade erobert wird. Er hat auch einen Erben, wie ich sehe. Eine kleine Tochter. Gehen wir mal rein aus Interesse mal schauen. Ah, würde er nicht machen. Na gut. Er ist auch der Haupterbe von Lothringen. Natürlich macht er das nicht. Aber ja, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Wir sehen hier noch einen Befreiungskrieg. Auch interessant. Oh mein Gott. Herzog Arno der V. von Flandern führt hier einen riesigen Krieg an gegen Paris, gegen Frankreich, gegen die Kapetinger, die sich währenddessen im Krieg gegen sein Römische Reich befinden und er hebt einfach nicht seine Truppen aus. Hat sogar Söldner angeworben, aber er macht nichts damit. Ist das ein Spielfehler? Man kann sich nur vorstellen, dass es ein Spielfehler ist, oder? Naja, was sich wohl der alte Sheldon Cooper dabei wohl gedacht hat. Da hat wohl nicht ganz richtig berechnet, muss ich sagen. Ja? Bis dahin, hau rein, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!